muss ich mir jetzt keine Träne anmalen. Warte, hier kommt das Outplay. Oh, geil. War ein gutes Outplay, oder? War schon gut genug. Wenn ich keine Facecam habe, ist mir auch egal jetzt. Ich habe keinen shitty Knockback-Stick. Braucht dann auch nicht. Oh ja, geil. Ich liebe es. Badabababa. Ich fick euch jetzt kaputt, Alter. Ihr geilen Schnecken. Heiß. Nice. Heiß, nice. Alter. Rhymes sind auch noch am Start. Die Folge hat auf jeden Fall 1 Million Likes verdient. Also macht euch mal ran, meine Bientieren. 1 Million Likes. Dann kommt der zweite Part. Und die Auflösung. Und dann gibt's auch noch ein... Oh, wir sind beide scheiße behindert. Ah ja. Los, jetzt kill ihn doch auch. Der ist lowlife. Komm schon, der ist echt lowlife. Really? Are you that zump? Are you really that zump? Ich weiß halt nichts dabei. Ich dachte, der killt den jetzt. Fick mein Arschloch. 3 Leute, bitte. Alter, ich brauche mal ein bisschen Support hier. Wo ist mein Support? Ich will doch auch nur mal gewinnen wieder. Die Folge zieht sich. Wir sind bei 16 Minuten. Ich habe keine Lust, das runter zu cutten mit Cuts mit Alter. Das wird eine 20-Minuten-Folge. Ich könnte es natürlich auch auf die crappy Art lösen. Nein, kann ich nicht. Ja, super, dass ich den schlagen durfte. So. Haben wir schon einen? Nee, ich glaube, wir haben noch keinen. So. Dann. Spitzhacke. Zu viele Genüsse. Zack, zack. Ich benutze Sachen, die ich vom Gegner gestellt bekomme. Meistens sind das Wege. Aber ich sollte die abfangen können auf dem Weg hierher. Mit dem Weg jetzt. Wir haben halt unglaublich viele Anlaufwege. Guck mal, it's called Mobbing. Das ist, wenn 2 Personen auf eine einschlagen. Naja. Mehr oder weniger. Ich wollte nur das Gold haben. Ich glaube, ich habe es bekommen. So kann der sich nämlich nichts holen. Hauptsache, keiner von uns lief jetzt. Das wäre ein bisschen doof. Ey, die haben aber auch nichts. Die können nichts anderes, außer die ganze Zeit noch rumspinnen. Überraschungsmoment. Alter, wie viele sind denn da? Wo ist mein Team überhaupt schon wieder? Ich fühle mich... halt echt gerade richtig alleine. Okay. Jetzt ist einfach immer nur wieder drauf rennen und ein paar Hits landen. Alter, das wird so eine nervige Scheiße, ne? Ich kann es aber auf keinen Fall alleine deffen. Alter, was ist denn heute alle mit den Suiziden? Oh Gott, ich hätte ihn fast rausgenockt sogar. Vielleicht sollte ich mir Spitzhacken oder so mal parat legen. Okay, ich habe noch einen Crit-Trocker drauf bekommen. Wir kriegen die halt nicht so schnell jetzt down. Geh mal weg in ein Loch. Okay, ich kann den anderen aber nochmal auf mich ziehen. War ein bisschen taktisch unklug von denen jetzt. Okay, was? Das war Bullshit. Aber so kann der nicht... Der kann nicht alleine deffen. Nee, er kann nicht alleine deffen. Ja, was?
Scheiße, Gomme dafür. Deft ihr noch? Schlag ihn doch! Was habt ihr denn für Probleme? Okay, wir haben, glaube ich, beide. Nee, einer ist noch da. Haben wir jetzt beide? Ich glaube, wir haben jetzt beide. Raisin war der andere. Gut. Na hier, das könnt ihr haben. Ich muss mich kurz kratzen. Fuck, Alter. Jetzt bin ich aber richtig aufgeregt. So eine spannende Runde gerade. Ich mache zwei Parts draus, weil jetzt schon fast eine halbe Stunde geht und ich noch editieren möchte. Das heißt, wir haben doch zwei Videos für die Woche. Auch wenn ich so langsam richtig müde bin. Bad Game, ich verbrenne dein Dorf. Black Magics. Ach stimmt, jetzt können wir nochmal aufs Thema zurückkommen, was ich vorhin angesprochen hatte. Was findet ihr besser für so Sachen halt? Ich krieg keinen Hit drauf, weil die einfach eine größere Range haben als ich. So, schnell einfach einen Knüppel gekauft und versuchen, irgendwelche mit Suizid zu nehmen. Kisten. Och nö, wer hat denn meinen Weg kaputt gemacht? Was habt ihr denn für Probleme? Scheiße. Jetzt brauche ich erst nochmal, jetzt kann ich mal eine Spitzhacke kaufen. Okay, wir müssen mal zusammen. Wir müssen mit Equip zusammen. Das ist ein guter Plan. Finde ich. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Nein, Ronald, warum tust du mir das an? Alter, Hauptsache er steht in einem scheiß Eck und ich kann ihn dann nicht rausboxen. Boah. Ich weiß nicht, ob ich die Runde gut oder scheiße finden soll. Weil es wurde jetzt ziemlich wie mit dem Bogen mal wieder rumgespammt. Ich will die jetzt echt ungern verlieren. 21 Minuten, 22 Minuten. Oh, Scheiße. Die campen halt auch mega. Hast du einen Bogen? Ja, ist mir doch egal, wenn du keinen Bogen hast, gehe ich einfach weiter. Oh, er hat mich nicht getroffen, der Homo. Ich beleidige einfach instant jetzt jeden. Ist aber menschlich, glaubt's mir. Hier gibt's keinen geheimen Weg. Och komm, Alter. Hol Gold oder bleib Base. Drei Leute auf einem Fleck und wir haben alle kein Equipment. Oder Low Equipment nur. Und ich hab... Es ist so unfair. Er steht genau auf der Kippe, um zu sterben. Und er fällt einfach nicht runter. Das halte ich davon. Och, was? Och, was? Ich bleibe erst drauf stehen, denke mir, gut, wenn ich halt safe. Und dann fällt er einfach runter noch. Wir müssen mal Gold holen. Wenn zwei Leute, drei... Einkesseln oder Zonen, wie es ja jetzt so schön heißt. Dann soll doch einfach mal der Dritte losgehen und Gold holen. Was hatte der denn jetzt für einen Komplex? Och Mann. Wenigstens gibt er mir mal Eisen, aber ich brauche das eigentlich gar nicht. Das kann ich mal ein bisschen fester zuhauen. Alter, das ist Abfuck. Cool, man darf einfach abfacken, nicht schreiben. Ich will das aber schreiben. Ich mache noch einen Punkt zwischen. Nein, warte. FKT. So darf man es schreiben. Jetzt kommt gleich Report.
Mama, der hat mich beleidigt. Aber warte mal, wenn ich schreibe, ihr fuckt einfach nur ab, dann ist das nicht mal eine Beleidigung. Fällt mir gerade mal so auf. Also keine. Nee, ist keine Beleidigung. Es ist einfach nur ein Verb. Ein modernes halt. Fuck, Alter. Nur 3 Gold? Alter, fuck. Ich guck mal kurz nach der Aufnahme auch. Ah. Facecam hat sich mal wieder selbst detoniert. Meine 2 Stützen sind wieder runtergefallen. Oh, das mit der Facecam ist auch kacke und nervig. Oh, das ist aber noch viel schlimmer, dass ich gerade mit dem Gold runtergefallen bin. Es ist wie, als wenn man sich einen scheiß Baron stehlen lässt, für alle, die verstehen, was ich meine. Vor allem von einem scheiß Bart mit Blind und Hurensohn. Hurensohn. Oh mein Gott, was? Was? Ich hasse es. Andere Leute knocken mich da einfach richtig easy rüber. Wenn ich das mache... Nee, da gibt's keinen Knockback. Da gibt es sowas nicht mehr, wenn du das machst. Wichser. Scheiß Programmierer von Gong. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ne? Ich glaube, wir haben den bekommen. Geht er gerade durch? Instinkt gestorben. Ich verstehe nicht, was er da gerade macht. Oder was teilweise jedes Team macht, weil einer... Alter, warum habt ihr denn hier eine... Alter, ihr seid nicht geistig auf der Höhe. Ihr seid so geistig nicht auf der Höhe. Ihr seid so geistig nicht auf der Höhe. Er wär schon tot gewesen. Ja, super. Mein Team ist einfach nicht geistig auf der Höhe. Mein Team ist einfach geistig nicht auf der Höhe. Warum baut man da? Genau da. Dieses Team... Dieses Team. Sie bauen genau da, wo die einzige Chance ist. Wo die einzige Chance ist, die runter zu knocken, was ich auch gerade geschafft hätte. Bauen die zu. Sie bauen es zu. Super. Und auf den Anti-Spawn-Protect-Scheiß bin ich auch nicht gerade gekommen. Hier nochmal eine Synchro für die Facecam. Ich sollte 8x1 spielen, das müsste. Warte, ich verliere schon wieder wegen dem Team. Sie kommen nicht auf die Idee, wenn 2 Leute 3 Zonen. Die Mitte, ich brauche mich gar nicht zu beschweren, man hat es ja gesehen. Ich habe auch nicht perfekt gespielt, ja. Aber warum baut man denn seine eigene Basis zu? Das ist, als würde man sich selbst spawn-trappen. Das ist, als würde man auf seinen eigenen Spawn-Spinnenweben legen. Und die machen es auch noch. Oh. Jungs. Naja, man kann nicht alles gewinnen, aber ich habe eigentlich immer nur verloren durch meine Mates, geil. 8x1 will ich auch. Ja. Ich habe ja gesagt, ich wollte mich aus der PvP-Szene raushalten. Man sieht einfach überdeutlich, warum ich das möchte. Eine halbe Stunde meines Lebens komplett für den Arsch wegen anderen Menschen. Das ist einfach nur doof. Das ist einfach nur doof. Mann, wahrscheinlich hat die Kamera eh schon wieder aufgehört aufzunehmen, deshalb brauche ich da gar nicht hinzugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bewerten nicht vergessen. Probleme in die Kommentare schreiben, sagen, was ihr vom Pre-Intro haltet, ob ich das öfter machen soll, bla bla bla. Ich habe ja genug gefragt und gesagt in der ganzen Folge. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ja, tschüss, ne?